Hallo zusammen. Seit mehreren 10.000 Jahren sind Hunde treue Begleiter des Menschen. Ohne die sich viele von uns ihr Leben einfach nicht vorstellen können. Neben den Katzen sind es die verbreitetsten Haustiere der Welt. Es gibt inzwischen so viele unterschiedliche Hunderassen, dass ihre Anzahl nicht im zwei-, sondern im dreistelligen Bereich sich befindet. Täglich befassen sich tausende Züchter aus der ganzen Welt mit der Erschaffung von immer neuen und ungewöhnlichen Rassen. Wusstet ihr schon, dass manche davon weiter verbreitet sind als die anderen? Es gibt auch solche, die als ganz selten gelten. Macht es euch also bequem, denn gleich zeigen wir euch die 10 seltensten Hunderassen auf unserem Planeten. Lasst uns loslegen! Pitbull Terrier mit Mehlfärbung. Wenn euch jemand spontan auf der Straße danach fragen würde, welche Hunderasse am gefährlichsten ist, würdet ihr wahrscheinlich als erstes auf den Pitbull Terrier tippen. Dieser Hund hat in der Tat aufgrund seines Charakters keinen guten Ruf. Er wurde ursprünglich zu Kampfzwecken selektioniert, was bedeutet, dass er stärker zu Aggressionen neigt als Hunde anderer Rassen. Nichtsdestotrotz könnte man einen Pitbull-Welpen durch strenge Disziplin und regelmäßiges Training durchaus zu einem ergebenen, zuverlässigen und freundlichen Begleiter erziehen. Die Zucht von Pitbulls war in verschiedenen Ländern ziemlich lange verboten, weshalb sie relativ selten sind. Aber es gibt Pitbull-Arten, die sogar unter den Vertretern ihrer Rasse als exotisch gelten. Und der Grund dafür ist ihre Fellfarbe. Bei Merle handelt es sich um eine seltene Farbvariation des Fells, bei der unregelmäßige, zerrissen wirkende Flecken in der Grundfarbe zu sehen sind. Mit anderen Worten sieht ein solcher Hund so aus, als hätte man ihn mit dunkler Farbe bespritzt, um ihn gefleckt erscheinen zu lassen. Obwohl Merle-Hunde unglaublich effektvoll aussehen, werden sie von den Züchtern nur selten untereinander gekreuzt. Mehr noch, in bestimmten Züchtervereinen sind sie sogar verboten. Die Sache ist die, dass die Pigmentproduktion bei Hunden bereits in der Embryonalphase anfängt, also genau da, wo sich das Nervensystem bildet. Demnach handelt es sich bei dieser Färbung um eine genetisch bedingte Pigmentstörung, die darauf hinweist, dass es an einem bestimmten Zeitpunkt zu einer embryonalen Fehlentwicklung gekommen sein muss. Dies betrifft alle Körpersysteme. Doch das Wichtigste ist, dass bei diesen Hunden fast immer psychische Störungen festgestellt werden. Katalburun. Der Hund, der als nächster dran ist, fällt sofort durch sein ungewöhnliches Äußeres auf. Im ersten Augenblick glaubt man, dass mit ihm etwas nicht stimmen würde. Und erst bei genauerem Hinsehen wird klar, dass der Vierbeiner nicht eine, sondern gleich zwei Nasen hat. Keine Sorge, beim Katalburun handelt es sich nicht um ein Opfer von Tierquälern. Er wurde extra so erschaffen. Sämtliche Vertreter dieser Rasse haben eine gespaltene Nase. Wobei bei manchen dieses äußere Merkmal stärker ausgeprägt ist als bei anderen. Eine alternative Bezeichnung für diese Hunderasse lautet türkischer Pointer. Es ist also ein Jagdhund. Er hat einen starken Jagdinstinkt, einen feinen Geruchssinn und ist leicht zu trainieren. Obwohl der türkische Pointer eine offensichtliche äußere Ähnlichkeit zu anderen Pointerarten aufweist, wird diese Hunderasse nicht von der FCI anerkannt. Deswegen gibt es nur wenige Züchter, die sich mit dieser Rasse beschäftigen. Und der Katalburun gilt dementsprechend als selten. Mexikanischer Nackthund. Diese Hunderasse wird alternativ auch als Cholo Itzcuintle bezeichnet. Aber wenn ihr nichts dagegen habt, werden wir diesen Namen nicht verwenden. Und nennen sie einfach mexikanischen Nackthund, oder kurz Cholo. Sie zählt zu den ältesten Hunderassen der Welt. Einigen Quellen zufolge soll der mexikanische Nackthund die seltenste Hunderasse überhaupt sein. Sie entstand im Zeitraum zwischen dem 5. und dem 3. Jahrtausend vor Christus und hat eine schier unglaubliche Geschichte. Die Azteken hielten den Cholo für einen irdischen Vertreter von Xolotl, der Gott des Blitzes und des Todes war. Daher stammt auch der Name. Man glaubte, dass diese Hunde die Seelen von Toten ins Jenseits begleiten würden. Trotz ihrer uralten Geschichte ist diese Hunderasse aus unerklärlichen Gründen nur wenig verbreitet. Bergamasker Hirtenhund. Beim ersten Anblick eines Bergamasker Hirtenhundes glaubt man, keinen Vierbeiner, sondern einen Riesenhaufen Wolle vor sich zu haben. Aber bei genauer Betrachtung lässt sich darin dann doch ein Hund erkennen. Man muss sich nur ein bisschen Mühe geben. Das Herkunftsgebiet dieser Hunderasse ist die italienische Provinz Bergamo. Davon leitet sich wohlgemerkt auch ihr Name ab. Es mag komisch erscheinen, dass sie in einem warmen Land entstanden ist, aber der Bergamasker verträgt Hitze erstaunlich gut und noch wohler fühlt er sich bei Regen und Kälte. Er ist im Grunde gegen jedes Wetter gewappnet. Diese Rasse wurde mit dem Ziel gezüchtet, Schafe zu hüten. Dieser Hund hat also nicht umsonst eine zottelige und verfilzte Behaarung. Sein dickes Fell bildet einen hervorragenden Schutz nicht nur gegen schlechtes Wetter, sondern auch gegen die Zähne eines Wolfes. Allerdings ist er nicht für die Innenhaltung geeignet. Der Bergamasker wird ausschließlich als Hirtenhund eingesetzt. Dementsprechend ist er ziemlich selten. Doki. Hier ist noch eine uralte Hunderasse. Zum ersten Mal wird sie bereits in antiken Dokumenten erwähnt, die ungefähr aus dem 4. Jahrhundert vor Christus stammen. Diese riesigen, zotteligen Hunde wurden von tibetischen Mönchen zu Wachzwecken gehalten und von himalayaischen Nomaden als vielseitige Helfer eingesetzt. Einer Theorie zufolge sollen sämtliche Hirtenhunde und Doggenarten vom Doki abstammen. Allerdings basiert sie auf keiner zureichenden wissenschaftlichen Grundlage. Ein ausgewachsener Doki wiegt etwa 60 bis 80 Kilogramm und hat im Durchschnitt eine Schulterhöhe von 60 bis 77 Zentimetern. Um so einen Riesen zu halten, bräuchte man ein eigenes Haus mit einem großen Hof. Aufgrund ihrer dichten Behaarung fühlen sich diese Hunde unwohl in feuchtheißem Klima, weshalb sie nur in bestimmten Ländern verbreitet sind. Thai Ridgeback.
Bemerkenswerterweise sind die seltensten Hunderassen der Welt gleichzeitig auch die ältesten. Man hat den Eindruck, als ob die Menschen zu sehr auf die Züchtung immer neuer Rassen fixiert gewesen wären und langsam vergessen hätten, womit das Ganze begonnen hat. Laut wissenschaftlichen Studien weist der Thai Ridgeback eine große genetische Ähnlichkeit mit dem Dingo auf. Das heißt, sie sind eng miteinander verwandt. Manche Wissenschaftler sind übrigens der Meinung, dass der Thai Ridgeback eine der reinsten Hunderassen der Welt sei. In Bezug darauf, wo sie entstanden ist, haben die Experten keine einheitliche Meinung. Ziemlich lange Zeit beschränkte sich das Verbreitungsgebiet des Thai Ridgeback auf Thailand, Vietnam, Kambodscha und Indonesien. Zu alten Zeiten war diese Region aufgrund schwerer Erreichbarkeit von der Außenwelt praktisch abgeschottet. All dies führte dazu, dass der Thai Ridgeback sich mit keinen anderen Hunderassen vermischt hat. Obwohl es sich beim Thai Ridgeback um eine alte Rasse handelt, wurde sie von der FCI erst im Jahr 1993 anerkannt. Aus diesem Grund ist sie ziemlich selten. Basenji. Die Geschichte dieser Hunderasse, die in Zentralafrika entstand, zählt über 5000 Jahre. Der Basenji hat ziemlich viele einzigartige Eigenschaften, weshalb er mit anderen Hunden unmöglich zu verwechseln ist. Erstens können diese Hunde nicht bellen. Ja, es ist wirklich ein Hund, der nicht in der Lage ist, so zu bellen, wie wir es von einem normalen Vierbeiner gewohnt sind. Stattdessen gibt er charakteristische einsilbige Laute von sich, aber er lässt sie nur vernehmen, wenn er aufgeregt ist. Zweitens bilden sich bei diesem Hund, ähnlich wie bei einem Menschen, lustige Falten auf der Stirn, wenn er seine Ohren anspannt. Und drittens hat er eine zusammengerollte Rute. Es mag erstaunlich klingen, aber dieser Hund hat keinen unangenehmen Geruch, den die Vertreter aller anderen Rassen nach dem Baden ausströmen. Eine Besonderheit beim Basenji ist seine Art, sich zu säubern, was mehr nach einer Katze als nach einem Hund aussieht. Darüber hinaus gilt sein Fell als hypoallergen. Es sei erwähnt, dass eine Basenji-Hündin eine geringe Anzahl von Welpen pro Wurf bringt, im Durchschnitt 4 bis 5. Andere Hunderassen bekommen dagegen bis zu 15 Welpen pro Wurf. Sind diese Hunde vielleicht deswegen so selten? Asawak. Achtung, wenn ihr einen Asawak zu Gesicht bekommen solltet, könntet ihr vom unwiderstehlichen Wunsch gepackt werden, ihn zu füttern. Aber warum er so unglaublich mager ist, hat sicherlich seine guten Gründe. Es ist so, dass es sich hierbei um einen Windhund handelt. Er entstand in Mali, einem Land mit sehr heißem Klima, dessen Gebiet zum größten Teil von der Sahara eingenommen ist. Es ist also durchaus logisch, dass die Hunde aus dieser Region einen besonderen Körperbau haben. Dies gilt natürlich auch für den Asawak. Sein Körper hat kein Gramm Fett, seine Muskulatur ist trocken und flach und seine Haut ist dünn und von vielen Venen durchzogen. All diese Eigenschaften sorgen in Kombination mit seinen langen Beinen und seinen kurzen Rücken dafür, dass er eine hohe Geschwindigkeit erreichen kann und wahnsinnig zäh ist. Der Asawak kann selbst bei starker Hitze sehr lange ein Wild verfolgen. Er ist nicht besonders kommunikativ, kann nicht in der Wohnung gehalten werden und benötigt regelmäßige körperliche Aktivitäten. Deswegen ist diese Hunderasse nicht sonderlich verbreitet. Meistens wird der Asawak von Profizüchtern gehalten. Louisiana Catahoula Leopard Dog. Über die Entstehungsgeschichte dieser Hunderasse mit einem ungewöhnlichen Namen ist leider sehr wenig bekannt. Wissenschaftler vertreten diesbezüglich verschiedene Ansichten. Die einen glauben, dass sie entstand, indem man Hunde einheimischer Indianer mit Rotwölfen und den Hunden, die von den Spaniern nach Amerika gebracht wurden, gekreuzt hätte. Die anderen bestreiten, dass der Louisiana Catahoula Leopard Dog Wolfgene hätte. Und die dritten sind sich sicher, dass es sich bei dieser Hunderasse um eine Mischung aus Wolf und Boceron handle. Aber es steht zumindest eins fest: Ihr Ursprungsgebiet ist Nordamerika. 1979 wurde der Louisiana Catahoula Leopard Dog von der Regierung von Louisiana zum Wahrzeichen dieses US-Bundesstaates erklärt. Er wurde ursprünglich für die Jagd auf Pelztiere und große Wildtiere wie Elche, Wildschweine und Bären eingesetzt. Heutzutage wird er vorwiegend als Hirtenhund gehalten. Interessant ist, dass die Hunde dieser Rasse kaum außerhalb der USA anzutreffen sind. Sie werden nur in ein paar europäischen Ländern gezüchtet. Bedlington Terrier. Das Herkunftsland der letzten Hunderasse auf unserer Liste ist Großbritannien. Die erste Erwähnung des Bedlington Terriers stammt aus dem 18. Jahrhundert. Allerdings hieß diese Rasse damals Rodberry Terrier. Sie wurde an der Grenze zwischen England und Schottland gezüchtet und hauptsächlich für die Jagd verwendet. Um die Jahrhundertwende ist ihre Popularität gestiegen und genau zu der Zeit erhielt sie ihr feines und distinguiertes Aussehen, wie wir sie heute kennen. Interessant ist, dass an einem bestimmten Zeitpunkt zwischen den Züchtern ein Streit entflammt ist. Die einen wollten unbedingt die Jagdeigenschaften dieser Rasse bewahren und die anderen hingegen züchteten gehorsame Hunde mit einem sanften Charakter, die am besten als Begleiter des Menschen geeignet waren. Wer diesen Streit gewonnen hat, wissen wir nicht. Wie dem auch sei, der Bedlington Terrier zählt mittlerweile zu den teuersten und seltensten Hunderassen der Welt. Die größte Popularität genießt er in aristokratischen Kreisen. Und wenn man das weiß, stellt man nicht die Frage, warum das Fell dieses wunderschönen Hundes wohl derart kunstvoll geschoren sei. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen. Es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur- und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.